Und damit kommen wir zum letzten Vortrag des Abends. Der junge Mann steht schon in den Startlöchern. Auch er ist ein Slam-Debütant zum ersten Mal dabei hier heute in Braunschweig. Er kommt auch aus Braunschweig vom Institut für Thermodynamik. Und über Thermodynamik im Haushalt wird er uns auch etwas erzählen. Einen herzlichen Applaus für Christian Tischendorf. Ja, guten Abend. Mein Name ist Christian Tischendorf. Ich arbeite an einem der beliebtesten Institute der TU, beim Institut für Thermodynamik. Ich beschäftige mich da mit Wärmepumpen, mit der Effizienzverbesserung von Wärmepumpen. Und ja, das klingt erstmal kompliziert. Und ich möchte mich in meinem Vortrag an dieser Stelle auch erstmal nur auf den Begriff des Wärmepumpens konzentrieren. Und möchte zunächst erstmal die Frage in den Raum werfen, Was versteht man unter Wärmepumpen? Meinen Sie, es hat irgendeine Relevanz für Sie privat im Haushalt Wärmepumpen? Wer denkt denn, dass das eine Relevanz hat? Dürfte ich die bitten, die denken, es hat eine Relevanz, mal den Arm zu heben? Okay. Ja, sind doch einige. Aber es sind auch viele dabei, die denken, es hat keine Relevanz. Und ich glaube, die werden sich irren. Und ich möchte an dieser Stelle einsteigen und das Wärmepumpen nochmal genauer zu erklären. Ich möchte das anhand einer Analogie machen. Wir sehen hier links einen Wasserfall. Und wie Sie sicher wissen und aus der Erfahrung aus kennen, Wasser fließt immer von, bitte helfen Sie mir, oben nach unten. Richtig. Und wie sieht das bei der Wärme aus? Auf der rechten Seite sehen Sie einen glühenden Metallstab. Und wie wird die Wärme da fließen? Ich gebe Ihnen einen Tipp, die Wärme, die fließt von warm Sie werden es ahnen, nach kalt. Ja. Sie können sich jetzt vorstellen, dass auf der einen Seite bei dem Wasser ein Stoffstrom fließt, auf der anderen Seite ein Energiestrom. Und wenn man das jetzt nur ein Stückchen laufen lässt, dann fließt das Wasser aus dem oberen Becken beim Wasser in das untere Becken und irgendwann ist oben nichts mehr drin. Und das ganze Wasser sammelt sich im unteren Becken. Bei dem glühenden Metallstab ist das ähnlich. Die Wärme transportiert Energie, dadurch kühlt sich die wärmere Seite ab und die kältere erwärmt sich. Irgendwann gleicht sich die Temperatur aus und der Wärmestrom oder der Energiestrom versiegt. Wie können wir das Ganze jetzt umdrehen? Wie kann ich es realisieren, dass dieser Wasserfall ständig fließt? Naja, wir nehmen eine Pumpe. Die Pumpe pumpt das Wasser nach oben, von unten, aus dem unteren Becken. Und bei der Wärmepumpe, die Wärmepumpe, die pumpt die Wärmeenergie von dem kälteren Ende in das heißere Ende. Wie das bei der Wasserpumpe aussieht, das kennen viele von Ihnen. Da hat jeder so eine Vorstellung, da sind so Zahnräder drin. Und die verdrängen das Wasser und die pumpen das dann auf die höhere Seite. Aber wie sieht das Ganze bei der Wärmepumpe aus? Und vor allen Dingen, wer braucht das? Und wer hat das zu Hause? Da sind wir wieder bei der Einstiegsfrage. Sie brauchen sich nicht nochmal zu melden. Ich weiß, dass einige von Ihnen denken, dass es keine Relevanz hat. Aber ich werde Ihnen beweisen, dass das nicht so ist. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie sind in Italien auf irgendeiner Tagung. Sie haben mit dem Projektpartner in der Pizzeria um die Ecke noch eine Pizza gegessen. Sie haben zwei Flaschen Wein intus. Und Sie gehen mit Ihrem Arbeitskollegen zurück ins Hotel und er meint, wir müssen unbedingt noch ein Bier trinken. Sie sind in Italien, es ist brühend heiß und das Bier auch. Wie bekommt man das Bier kalt? Da gibt es so zwei Methoden, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Das ist die erste. Klar, funktioniert. Sie bekommen Ihr Bier kalt. Nur so richtig gut ist das nicht, ne? Das Bier, das wird auch nicht so richtig kalt. Es wäre doch besser, wenn ich so eine Wärme aus Bierpumpmaschine hätte. So ein Gerät, was mir die Wärme aus dem Bier rauspumpt. Gibt es da was Besseres? Fällt Ihnen was ein, so im Hotelzimmer? Nein, na klar, die Minibar. Der Kühlschrank. Wer hätte das gedacht? Der Kühlschrank macht nichts anderes. Ist genau das Gleiche. Der Kühlschrank ist eine Wärmepumpe. Der pumpt die Wärmeenergie aus dem Bier in die Umgebung. Aber wie funktioniert das jetzt?
in diesem Kühlschrank. Was passiert da wirklich? Klar, der gemeine Maschinenbauer schnappt sich die Bedienungsanleitung, guckt auf Seite 395 nach, findet im Anhang B genau diese Zeichnung. Haben Sie es jetzt verstanden? Ich auch nicht. Nach kürzerem Studium dieses Bildes und der erfrischenden chinesischen Beschreibung nebenan habe ich dann herausgefunden, dass das die Montageanleitung dafür ist, dass man die Tür von links nach rechts versetzen kann, sodass die Kühlschranktür nicht nach links aufschlägt, sondern nach rechts. Aber zurück zum Kern der ganzen Sache, die ist nämlich viel einfacher, das ist viel zu kompliziert. Kommen wir zurück zum Kern. Wir haben ein Bier, das ist 18 Grad warm und das wollen wir kalt bekommen. Wie machen wir das? Wir haben gesehen, Wärme fließt von alleine nur von warm nach, bitte helfen Sie mir, klar, nach kalt. Okay, wir brauchen irgendwas, was kälter ist als das Bier. Okay, nehmen wir irgendein Blech. Wir haben hier ein Blech, oh, sagen wir mal, das ist 2 Grad kalt. Da sind so Kanäle drin, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Da kann so ein Kältemittel durchfließen. Aber das brauchen wir erstmal nicht. Zunächst haben wir so ein Blech, ich nenne es mal Wärmeübertrager. Das ist 2 Grad kalt und es kann ein Wärmestrom fließen. Von dem Bier in das Blech, in den Wärmeübertrager. Was wird passieren, wenn ich mehr Bier kühlen möchte oder das Bier über eine längere Zeit kühle? Klar, es wird immer mehr Wärme in dieses Blech übertragen und das Blech wird sich erwärmen. Naja, irgendwann klappt die Kühlung dann nicht mehr. Was brauchen wir? Wir müssen es irgendwie schaffen, diese Wärme wieder an die Umgebung abzugeben. Die Umgebung, Raumluft, die hat so ungefähr 20 Grad Celsius. So in der Küche ist das so die vorherrschende Temperatur. Was können wir machen? Wir können einen zweiten Wärmeübertrager nehmen. Der muss natürlich wärmer sein als die Umgebungsluft, denn der Wärmestrom sollte ja aus diesem Wärmeübertrager einen zweiten in die Umgebungsluft fließen. Okay, es fließt ein Wärmestrom. Das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir nur noch die beiden Wärmeübertrager zu verbinden und dann fließt der Wärmestrom direkt vom Bier in die Umgebung. Aber Moment mal, geht das? Der eine Wärmeübertrager ist zwar kälter als der andere, aber der Wärmestrom würde in die falsche Richtung fließen. Das geht also nicht. Da müssen wir uns nochmal Gedanken drüber machen. Und jetzt komme ich nochmal ganz kurz auf die Kanäle in den Wärmeübertragern. Da strömt normalerweise so ein Kältemittel durch. Wäre es nicht gut, wenn wir das wie bei so einer Heizung im Haus, dass wir die Energie irgendwie mit einem Medium transportieren könnten? Bei Ihrer Heizung im Haus machen Sie es so, Sie erwärmen irgendwo Wasser, schicken das durch Rohre irgendwie in Ihre Heizkörper und in diesen Heizkörpern wird diese Wärmeenergie abgegeben an die Raumluft. Das wäre doch toll, wenn wir das auch mit unserem Wärmeübertrager machen können. Wir nehmen die Energie aus dem einen Wärmeübertrager, nehmen das mit einem Medium mit und schicken das in den anderen Wärmeübertrager, wo es dann wieder abgegeben wird. Dabei müssen wir aber irgendwie dieses Medium auch erwärmen. Wir müssen es ja irgendwie erhitzen, damit es dann wärmer ist als die Umgebung, damit wir dann den Wärmestrom auch abgeben können. Haben Sie zu Hause schon mal bei Ihrem Fahrrad den Reifen so richtig doll aufgepumpt? Wissen Sie, was da passiert? Es wird warm. Probieren Sie das mal. Wenn Sie also eine Luftpumpe nehmen und Ihr Fahrradreifen richtig doll aufpumpen, was machen Sie da? Sie komprimieren Luft, bringen die Luft auf einen höheren Druck und dabei erwärmt sich die Luft. Das heißt, wenn wir irgendein Gas nehmen, das komprimieren, dann erwärmt sich das. Das ist doch perfekt. Wir fördern ein Medium, nämlich die Luft, in den Fahrradreifen, erwärmen sie dabei und fördern Energie damit. Das bauen wir ein. Das nehmen wir in unsere Wärmepumpe. Ab jetzt gehe ich mal davon aus, dass die Luft ein Kältemittel ist. Kältemittel ist nichts anderes, das verhält sich fast wie Luft. Aber ja, das ist in etwa das Gleiche. Für uns reicht es, dass wir wissen, dass es ein Kältemittel ist. Okay, was können wir jetzt machen? Wir können das Bier kühlen in unserem ersten Wärmeübertrager, schicken da Luft durch, die sich dadurch ein bisschen erwärmt, so auf 2 Grad Celsius, pumpen die mit der Luftpumpe in den zweiten Wärmeübertrager, dabei erwärmt die sich natürlich, weil wir die Luft komprimieren und dort wird der Wärmestrom dann an die Umgebung abgegeben. Jetzt haben wir nur noch ein Problem, und zwar, wie kriegen wir die Luft, die wir in den ersten Wärmeübertrager reinschicken, wie kriegen wir die kalt? Die Umgebungsluft können wir nicht nehmen. Ist klar. Die hat 20 Grad Celsius und
Ja, das wäre ja wärmer als das Bier und das Bier würde nicht gekühlt, sondern eher erwärmt. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Irgendein Kollege im Institut schrie dann über den Flur und meinte, nehmt doch Kältespray. Ah, das ist gar nicht so doof, die Idee. Kältespray, was ist das eigentlich? Habe ich mal so eine Dose hergenommen, das ist kein Scherz, das gibt es wirklich. Es ist einfach auch ein Gas, das in einer Spraydose auf höheren Druck vorliegt und komprimiert ist. Und wenn ich oben auf das Ventil drauf drücke, dann entweicht dieses Gas und entspannt sich. Es hat auf einen niedrigeren Druck, wird es entspannt und dehnt sich aus. Und wenn es sich ausdehnt, dann kühlt es sich ab. Es ist so, dass halt Gase, wenn die sich, wenn man die expandiert, dann kühlen sie sich in der Regel ab. Super, das können wir nutzen. Wir brauchen also nur ein unter Druck stehendes Gas oder ein Kältemittel und ein Ventil. Ein Ventil ist nichts anderes als ein kleines Rohr, was einen verengten Rohrquerschnitt hat. Wie hier mal dargestellt durch das Ventil eines Fahrradschlauchs an Ihrem Fahrrad zu Hause. Das können Sie auch mal ausprobieren, wenn Sie diesen voll aufgepumpten Reifen dann so ein Stück stehen lassen. Er hat sich wieder abgekühlt und lassen die Luft raus, werden Sie merken, dass diese Luft ein bisschen kälter ist als die Umgebung. Machen Sie das aber bitte nicht bei dem Fahrrad Ihres Nachbarn, der wird sich beschweren, glauben Sie mir. Okay, das bauen wir ein. Perfekt, da haben wir ja fast alle Bauteile im Kühlschrank zusammen. Weil ja keiner irgendwie Lust hat, den Kühlschrank ständig aufzupumpen und das Fahrradventil auch nicht für den Kühlschrank gemacht ist, nehmen wir natürlich einen Verdichter zum Komprimieren des Kältemittels. Der hat einen elektrischen Anschluss, da ist ein Elektromotor drin und ein Hubkolbenmotor, der das Kältemittel kontinuierlich verdichtet. Und deswegen hat auch der Kühlschrank einen Stecker, der braucht nämlich elektrische Energie dafür. Und wir nehmen eine Drossel. Es ist ein Rohr mit einem ganz kleinen Querschnitt und da drin können wir unser Kältemittel expandieren. Ja, das sieht ja schon gut aus. Verbinden wir das Ganze noch mit Rohrleitungen und checken wir noch mal ganz kurz durch, ob das auch alles so funktioniert. Also wir nehmen unser Kältemittel von der Drossel, das ist ungefähr so minus 5 Grad kalt, schicken es in den ersten Wärmeübertrager. Dort kann es den Wärmestrom aus dem Bier aufnehmen, erwärmt sich so ein bisschen und strömt aus dem ersten Wärmeübertrager aus mit 2 Grad Celsius in etwa, wird vom Verdichter komprimiert, erwärmt sich dabei, wird in den zweiten Wärmeübertrager geschickt, wo es dann den Wärmestrom an die Umgebung abgeben kann, tritt mit 25 Grad Celsius aus dem zweiten Wärmeübertrager aus und fließt wieder in die Drossel, in dieses kleine Ventil oder in diesen kleinen verengten Querschnitt. Okay, super, packen wir doch eine Hülle rum, ein bisschen Isolierung und schon haben wir einen kompletten Kühlschrank. Und wenn das so einfach ist, dann fragen Sie sich bestimmt, was machen wir am Institut? Wir am Institut optimieren die einzelnen Bauteile, das heißt, wir versuchen, die Bauteile besser zu machen, so dass der Kühlschrank effizienter arbeitet. Was bedeutet Effizienz? Was bedeutet für Sie Effizienz? Effizienz bedeutet, klar, viel Bier kühlen mit einer geringen Stromrechnung. Zudem schont das Ganze noch die Umwelt. Stellen Sie sich vor, in Deutschland werden ungefähr 7 Kraftwerke dafür betrieben, nur dass irgendwo was gekühlt wird. Irgendwo, bei Ihnen zu Hause, im Kühlschrank oder im Supermarkt, die Gefriertruhen, nur um zu kühlen, werden 7 Kraftwerke in etwa verwendet. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn man bei jedem Kühlgerät 10% der Energie, die dafür verwendet wird, einsparen könnte, könnte man fast ein Kraftwerk abschalten. Und ich kann Ihnen sagen, ein Wasserkraftwerk wird das nicht sein. Und damit komme ich zum Ende meines Vortrags. Ich hoffe, dass Sie heute ein häufig missverstandenes Haushaltsgerät näher kennengelernt haben, dass Sie sich gemerkt haben, dass Wärme immer von warm nach kalt fließt und dass ich Sie für das Thema begeistern könnte. Zum Schluss noch mal ganz kurz einen Blick auf die Konkurrenz. Die schläft ja nicht. Sie kennen bestimmt die Firma Apple. Die stellt so kleine mobile Endgeräte her. Das hat sie auch mit dem Kühlschrank versucht. Ich bin persönlich nicht ganz so überzeugt vom Gelingen des Unterfangens, aber bilden Sie sich selbst Ihr Urteil. Apple forscht natürlich wieder an mobilen Endgeräten.